ihren Körper, kennen jeden Muskel, verehren jede Faser. Bodybuilder haben ein eigentümliches Schönheitsideal. Frauen sehen aus wie Männer, Männer sehen aus wie Karikaturen und sind stolz darauf. Schließlich arbeiten sie hart und schwer an dieser Masse. Die maximale Muskelmasse eines jeden ist genetisch vorbestimmt. Doch die reicht manchen nicht aus. Auch Jörg Börjesson nahm Anabolika, um schnell dicke Oberarme zu kriegen, bis sein Körper versagte. Auf einmal habe ich dann während des Trainings plötzlich so einen Blutstoß aus der Nase gekriegt. Also dass ich nicht wie so eine Fontäne, kam mir so das Blut raus. Thomas Scheu ist amtierender Weltmeister im Bodybuilding. Seine Muskeln sind ehrlich erarbeitet, sagt er. Nur ist der Sport so in Verruf geraten, dass das niemand recht glauben mag. Es wird einem ja auch nicht unbedingt mit Respekt begegnet, wenn man ein muskulöses Erscheinungsbild hat und ethische Stadt. Das war vor 20 Jahren noch ein bisschen anders, aber ich muss sagen, heutzutage kann man sich schon fast dafür schämen. Trotz des schlechten Images stemmt Bianca leidenschaftlich gerne Eisenscheiben und Hanteln. Ziel der 17-Jährigen ist die Wettkampfbühne. Dafür kämpft sie allein mit sich selbst. Vielleicht atmet schon eine Sucht rein, aber ich würde mal sagen, es ist eine schöne und eine gute und eine gesunde Sucht. Weil ich würde nicht sagen, dass ich meinen Körper schade. Mit 47 Kilo ist sie eine muskelstarrende halbe Portion und gilt als erfolgversprechender Newcomer. Zufrieden ist ein Bodybuilder selten mit sich. Nur angespannt sieht er gut aus. Selbst nach 15 Jahren intensivem Körperformen kann Werner Zenk sich selbst nicht genießen. Ich bin eigentlich nie zufrieden mit meiner Frau, nie. Es gibt Tage, wo ich es schön finde, wo ich sage, jawohl, das ist in Ordnung. Und dann gibt es Tage, wo ich sage, um Gottes Willen, so gehe ich nie auf die Bühne. Bei Werner Zenk beginnt der Tag, bevor er eigentlich angefangen hat. Morgens um 3:45 hilft ihm nur sein starker Wille aus dem Bett. Der Rest würde gerne noch liegen bleiben. Quäle deinen Körper, sonst quält er dich. Alte Sportlerweisheit. Freundin Manuela ist seit 16 Jahren sein Trainingshelfer, Koch und manchmal auch Therapeut, wenn die strenge Diät am Willen zerrt. Noch 8 Tage und 13 Stunden bis zum Wettkampf. Nichts wird mehr dem Zufall, geschweige denn dem Körper selbst überlassen. Schließlich geht es um die Qualifikation für die Weltmeisterschaft. Fettzellen sind sein größter Feind. Deshalb beginnt der Kampf am frühen Morgen mit leerem Magen. Dann ist das Ausdauertraining am effektivsten. In den 8 Stunden Schlaf, die man hat, ist der Körper eigentlich ziemlich leer, die Glykogenspeicher sind leer und wenn ich dann morgens auf dem Fahrrad sitze und dann so zwischen 50, 60 Minuten mein Cardiotraining mache, dann habe ich natürlich eine optimale Fettverbrennung. Und so radelt er in seinem Schlafzimmer Kilometer um Kilometer bergauf und bergab. Ähnlich eintönig der Ernährungsplan. Morgen, wann hast du schon wieder alles fertig gemacht? Ja. Warte, ich muss das schnell mal Drink machen hier. Den Vanille-Eiweißschaum macht er sich trotzdem am liebsten selbst. Weißt du, wie viel Gramm jetzt früh? Waren die 50 oder 60? Ich glaube schon. Nee, 60, Manu. Über jeden Apfel führt er Buch, auf den Tag genau seit 7 Jahren. Seinen Körperfettanteil hat er auf 5% reduziert. Normalerweise liegt er bei Männern um die 18%. In der Wettkampfphase ist Zenk täglich nicht mehr als exakt 1640 Kalorien. In der letzten Woche ist die Ernährung sehr, sehr wichtig, weil ich genau an dem Tag X perfekt sein muss. 49 Jahre ist Werner Zenk alt. In seinem Körper stecken 15 Jahre harte Arbeit. Im Moment ist er genervt. Schlapp, müde, irgendwie. Irgendwie schon ziemlich fertig. Nebenwirkungen nicht nur aufs Gemüt, sondern auch auf die Beziehung. Alles dreht sich nur um den Sport und ja, da bleibt so ein bisschen Privates auf der Strecke. Und das ist schon anstrengend. Bianca Wojtek ist 17 Jahre alt. Sie hat ihre Vorliebe für schwere Eisen von ihrem großen Bruder. Um ihm zu gefallen, fing sie mit Bodybuilding an. Das war vor 2 Jahren. Seither haben sie ihre Freundinnen selten gesehen. Das Fitnessstudio ist ihr eigentliches Zuhause geworden.
In 15 Wochen hat sie 10 Kilo abgenommen und dabei so viel Muskelmasse wie möglich auftrainiert. Bianca hat ihr Ziel erreicht. Aus dem kleinen Blondchen ist eine muskulöse Frau geworden, die nicht leicht übersehen wird. Und wie ist? Ja, schon ziemlich groß. Größe 36. Hängt schon. Wie viel Kilo hast du abgenommen? Ja, 10 Kilo sind schon, auf jeden Fall. Schon einiges weggegangen. Ganze Babyspeck und der Bauch und der Hintern und die dicken Schenkel, die mal da waren. Und auch ich bin schon schön. Also, ich weiß nicht, weil eine normale Durchschnittsfrau schaut man nicht so an. Und wenn man jetzt da einfach vorbeiläuft, man kriegt sehr viele Blicke zugesteckt. Und ab und zu wird man mal drauf angesprochen. Und hey, wie lange trainierst du schon? Oder du tust was für deinen Körper, was ja doch nicht so normal ist für eine Frau oder für ein Mädchen. Den Körper formen, so wie sie es will. Dabei helfen nur Diät und eisernes Training, zweimal täglich. Schön oder nicht schön, in die Anerkennung der anderen mischt sich oft Neid und Spott. Bodybuilder sind eitel, ichbezogen und dumm. Hartnäckige Vorurteile, die die Muskelfraktion immer enger zusammenschweißt. Bianca ist das egal. Für sie zählt nur Leistung. Ich trainiere eigentlich viel lieber mit Männern. Es ist einfach was anderes. Man kann wirklich trainieren. Und mit Frauen ist es eigentlich mehr entweder nur ein Geratsche oder ja, so mehr oder weniger Krankengymnastik, so zimperliche Übungen oder sonst irgendetwas. Da geht es richtig gescheit zur Sache. Also wird man schon angeheizt und vor allem man feuert sich auch gegenseitig an. Ihre Familie lässt die 17-Jährige selbst entscheiden, was gut für sie ist. Sei es früher im Kampfsport oder jetzt an den Gewichten. Ihr Ehrgeiz lässt nie locker. In einem Monat beginnt Bianca eine Ausbildung zur Physiotherapeutin. Für das Training hofft sie aber auch dann noch genug Zeit zu haben. Denn als Bodybuilder betrachtet man seinen Körper als eine permanente Baustelle. Also zum Beispiel so wie die Frau aussieht, also das wäre mein Ziel. Zum Beispiel jetzt. Ich finde, die hat ein super schönes, hübsches Gesicht. Von der Oberweite her hat sie auch noch einiges. Und ja, einfach eine super schöne Form, schön durchtrainiert und einfach noch die richtigen Proportionen. Also es ist nicht so extrem. Und also was ich sehr extrem finde und was mir gar nicht gefällt, ist zum Beispiel hier. Ich finde, die Proportionen passen einfach nicht mehr und es sieht auch nicht mehr weiblich aus. Es soll an dem weiblichen Körper, es soll schon noch was Schönes dran sein. Auch Jörg Börjesson wollte seinen Körper formen, einem Ideal entsprechen. Das Bodybuilding war sein ganzer Lebensinhalt. Lust und Leid, Triumph und Niederlage. Also da war nur der Tunnelblick praktisch. Nur, ging nur um Training. Ist morgens die ersten Gedanken waren gewesen, was trainiere ich heute Abend oder was trainiere ich gleich. Man hat sich auch praktisch nur noch nachher mit Trainingspartnern, mit Freunden umgeben und hat sich ausgetauscht über Ernährung. Wie sieht dein Training aus? Man war richtig wie eine Art Autist. Als er 14 war, kam für ihn der Notarztwagen auf den Fußballplatz gefahren. Akuter Asthmaanfall. Mit 19 kam ihm das Bodybuilding gerade recht. Muskeln machen ohne Laufen. Endlich war er wer. Als er nach 3 Jahren sein Limit erreicht hatte, griff er zu Anabolika, um noch mehr zu werden. Doch die Nebenwirkungen holten ihn schließlich ein. So die ersten 2, 3 Jahre war nur Erfolge im Training und so weiter. Und nachher dann eben diese Magen-Darm-Sachen, wo man dann gesagt hat, ach, Magen-Darm-Grippe, da wird schon wieder weggehen. Aber da habe ich doch dann unwahrscheinliche Magenkrämpfe und Darmkrämpfe gehabt. Also wahnsinnige Schmerzen, kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist unglaublich. Und dann auf einmal habe ich dann während des Trainings plötzlich so einen Blutstoß aus der Nase gekriegt. Also dass ich richtig wie so eine Fontäne kam mir so das Blut dann rausgeschossen. Und da war ich natürlich total geschockt und erschreckt und habe gedacht, das kann irgendwo nicht sein, was ist los? Ne? Sein Leben gerät aus den Fugen, der Körper zerfällt. Sein Dealer und vermeintlicher Freund macht ihm jetzt Vorwürfe und vor allem Angst. Und habe dann
mit dem Dealer angesprochen, habe ihn darauf angesprochen. So, Mensch, kann er nicht vielleicht mit den Pillen zusammenhängen, vielleicht eine Kombination oder war da irgendwie nicht in Ordnung oder zu viel oder so. Ne? Und da wurde mir selbst noch die Schuld dann gegeben. Ich hätte dann tatsächlich irgendwie die Dosierung nicht eingehalten oder eine Kombination oder mir würde dann halt ein anderes Mittel dann noch fehlen, was er jetzt bei hätte. Man würde sich dann wieder treffen können und so. Aber dann, als ich dann gesagt habe, wir können uns zwar gerne treffen, wir können uns so austauschen, aber ich würde erstmal so nichts kaufen wollen. Ne? Ich habe auch kein Geld und so. Das war so dann so der Auslöser, wo er dann halt auch richtig wild wurde dann am Telefon. Und dann hieß es plötzlich, ja, ich soll auch mit keinem darüber reden. Und das wären ja auch alles Mittel, die auf ein Rezept eigentlich so normal so zu bekommen sind. Und ich würde mich selbst dann auch strafbar machen oder irgendwie müsste dann Fragen beantworten. Aber da hat mir richtig dann Angst gemacht. Ne? Ja, und dann bin ich dann in ein totales Loch gefallen. So. Aber es muss gewesen alles. Total Einbruch. Depressiv, Probleme, Familie, alles. Körper verändert, alles. Wahnsinn. Mit 34 das schmerzhafte Ende der Bodybuilding-Karriere. Gefürchtete Nebenwirkung des Testosteron, seine Brüste wuchsen, als hätte sich sein Körper an ihm rächen wollen. Hinzu kam die Angst vor Brustkrebs. Im letzten Jahr musste das kranke Gewebe herausgeschnitten werden. Zurück blieben hässliche Narben an einem geschundenen Körper. Werner Zenk sieht seinen Körper mehr als Partner denn als Gegner. Angefangen hat er vor 15 Jahren mit 92 Kilo. Heute, mit 49 Jahren, bringt er ein Wettkampfgewicht von 70 Kilo pure Muskelmasse auf die Waage. Als ehemaliger Ossi fiel ihm der Start im Westen nicht leicht. Die sportliche Disziplin wurde zur Stütze im Alltag und zur Lebensphilosophie. Das ist für mich faszinierend, dieser Sport, weil man den Körper einfach dahin bringen kann, wo man ihn haben möchte. Noch 5 Tage bis zum Tag X, dem Wettkampf. Durch die Diät und das harte Training ist der Körper anfällig für Erkältung und Verletzungen. Konzentration ist wichtig. Nur ungern sieht er sich selbst im Spiegel an. Der Körper ist schließlich noch nicht perfekt genug, findet Werner. Andere Athleten und Freizeitbodybuilder meinen solche Muskelberge nur mit chemischen Helferlein hinzukriegen. Statt mit hartem Training dopen sie ihren Körper in Topform. Haben Sie schon mal das ausprobiert? Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, nein. Aber das ist schon sehr, sehr lange her. Da haben wir mal, und dann weiß ich allerdings auch nicht, ob das echt war oder nicht. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Ich weiß nur, dass es nichts gebracht hat. Das war mal 4 Wochen oder 6 Wochen, was das war. Und seitdem habe ich gesagt, also was soll die ganze. Biancas größter Wunsch ist es, vor Publikum auf der Wettkampfbühne zu stehen. Zeigen, was sie drauf hat, wovon andere noch lange träumen. Bernhard Schuber ist ihr Trainer und Ernährungsberater. Gut. Drück mal die Luft ein bisschen aus dem Bauch raus, was runter und wieder groß. Als Studiobesitzer kennt er sich aus in den Trainingsmethoden der Wettkampfsportler. In jedem Leistungssport wird gedopt, das ist im Bodybuilding nicht anders, aber es soll alles mit Verstand gemacht werden. Im Wettkampfbereich ist es so, dass es Athleten gibt, die dopen, aber unter Anleitung, also in Anführungszeichen ist unter Anleitung, also unter ärztlicher Aufsicht und so weiter, wo das Ganze dann mit Kopf gemacht wird und da dann die Risiken sehr gering sind. Ja, und wiederum, die das halt im Freizeitbereich machen, da ist es oft nicht so, weil die Leute sich überhaupt nicht auskennen, was sie da machen, sondern die sehen nur irgendwo jemanden mit einem tollen Körper und wollen dann eben diesen Körper auch haben, aber wollen nichts dafür tun. Und das ist das Problem. Und ohne Schweiß kein Preis. Also das ist einfach so. Testosteron, das Männlichkeitshormon, Wundermittel und Gift zugleich. Wer künstlich dazu spritzt, um extremes Muskelwachstum zu erreichen, der riskiert seine Männlichkeit. Bodybuilder sind auf dem Seziertisch leicht zu erkennen. Über 100 Kilo meistens und die im starken Kontrast dazu eben nur so große Hoden hat, die also höchstens ein Drittel von dem sind, was man normalerweise sieht.
Wenn jetzt seziert wird, dann fällt auf, dass das Lebergewicht sehr hoch ist, aber auch vor allen Dingen das Herzgewicht sehr hoch ist. Wenn das Herzgewicht normalerweise bei Personen dieser Größe bei 300 bis 400 Gramm läge, dann liegt das hier bei zwischen 500 und 800 Gramm. Die Nebenwirkungen schrecken die wenigsten ab. Wir treffen zwei Bodybuilder in Berlin, die unerkannt bleiben wollen. Sie dopen regelmäßig. Vorsichtigen Schätzungen zufolge nimmt jeder fünfte männliche Fitnessstudio-Besucher Anabolika. Bei den Frauen ist es jede zwölfte. Die Dunkelziffer ist so groß wie das Verlangen der Schmächtigen, ihr Selbstwertgefühl mit dicken Muskeln aufzupolstern. Muckis machen Eindruck, sind Statussymbole, sich Respekt verschaffen, egal um welchen Preis. Es sieht einfach geil aus, wenn man geil aussieht. Ich meine, das kriegt man auch von den Freundinnen mit, ja? Wenn die einen anfassen und sagen, ey, das sieht, deine Arme sind groß, deine Unterarme sind stark, das gefällt mir. Ich meine, wenn ich das höre, dann ist das für mich eine Art Bestätigung. Und dann natürlich sage ich mir immer mehreren, die Scheiße. Ja, und mal gucken, was passiert zum Schluss. Ich meine, wir wissen alle nicht, was passiert. Aber es jetzt interessiert auch erstmal keinen. Man will erstmal eben nur gut aussehen, geilen Körper haben. Und so spritzt und schluckt man halt, was der Schwarzmarkt hergibt. In mehrwöchigen Kuren wird das Wachstumshormon in hohen Dosen in Arm- und Beinmuskulatur oder ins Unterhautfettgewebe injiziert. Dann wächst der Bizeps und mit ihm die Euphorie, in allem der Beste zu sein. Nach der Kur kommen die Entzugserscheinungen wie Schwäche und Depressionen. Vorboten der Abhängigkeit. Man will immer besser werden und immer mehr. Man hat mal 90 Kilo erreicht, dann will man als nächstes 100 Kilo wiegen. Also natürlich feste Muskelmasse. Hat man 100 Kilo erreicht, dann will man 110 wiegen. Und man braucht immer mehr Stoff und immer mehr Medikamente, um das auch zu erreichen. Ohne geht es eben nicht. Und jede positive Dopingprobe eines Spitzensportlers scheint ihnen recht zu geben. Zweifel sind selten. Bodybuilder wissen, dass das über die Leber abgebaut wird. Kann sein, dass man eben doch auch mal Blut pisst im Urin. Also das ist auch wieder, der eine macht weiter und der eine hört auf in dem Moment, weil er Angst hat. Szenenwechsel. Biancas großer Tag. Sie hat die strenge Diät und das harte Training gut vertragen. Bei anderen Frauen kann die Regel aussetzen, wenn der Körperfettanteil unter 5% sinkt. Bianca verschlägt die Aufregung, höchstens die Sprache. Oh, ist jetzt aufgeregt? Geht jetzt los? Ich bin gar nicht aufgeregt. Nee, muss nicht sein. In der Ruhe liegt die Kraft. Mehr zu sagen gibt es wohl nicht, denn jetzt bei den süddeutschen Meisterschaften zählt nur noch die Anatomie. Beim Wiegen können sich die Konkurrenten in der Bodybuilding-Klasse schon mal unauffällig abtasten. Gegessen und getrunken haben sie kaum noch. Was hier auf der Waage steht, ist schiere Muskelmasse. Bei den Damen haben es die Richter gern noch weiblich. Bianca entscheidet sich für die praktische Hochsteckfrisur, damit der Rückenmuskel später auch unverhüllt zur Geltung kommen kann. Im Vergleich zu den Herren ist die Anzahl der Frauen auf solchen Wettkämpfen verschwindend gering. Zu negativ ist das Image hart trainierter Frauen. Bianca ist mit 17 Jahren hier mit Abstand die jüngste Teilnehmerin. Und dank der strengen Diät bleibt sie auch konkurrenzlos in ihrer Gewichtsklasse bis 52 Kilo. Aber was soll's, hier haben schließlich alle mal klein angefangen. Damit das Muskelspiel unter der dünnen Haut im Scheinwerferlicht auch optimal aussieht, helfen Farbe und ein Roller aus dem Baumarkt. Das ist für den Goldenen, damit die Muskulatur noch besser zu wirken kann, auf der Bühne im Licht. Und da ich im Vorfeld etwas zu blass war, muss ich ihn jetzt nochmal schmieren. Ich glaube, das trocknet die Haut auch aus und macht sie etwas dünner. Aber was da genau drin ist, das kann ich nicht sagen, ist pure Chemie. Also das Aceton drin und nochmal ein paar andere Sachen. Ich würde es nicht offen rumstehen lassen, wenn kleine Kinder in der Nähe sind. Ich glaube, das kann nicht gut sein. Vor den Posen auf der Bühne pumpen die Sportler ihre Muskeln nochmal richtig auf. Die Durchblutung wird erhöht, der Muskel schwillt an. Dann die letzte Ölung zur Rundumveredelung. Letzte Tipps und ja nicht zu viel schwitzen, damit die Farbe nicht schon vor der Show verläuft. Hallo. Dr. Martina Herget, gelernte Molekularbiologin, kennt alle und alle kennen sie. Früher war sie selbst aktive Bodybuilderin, heute nimmt sie nur noch als Richterin an Wettkämpfen teil.
Hallo. Servus. Hallo. Servus. Und endlich geht es los. Auf diesen Moment hat Bianca die letzten 2 Jahre konsequent hingearbeitet. Zwei Athletinnen im Schwergewicht und eine Athletin im Herzgewicht, 70 Kilogramm. Ich glaube, man sieht es auch optisch schon ganz deutlich. Sie ist natürlich ein bisschen schlecht oder ungünstig, weil sie halt neben dem Schwergewichtlerinnen steht und sie ist ja 2 Gewichtsklassen drunter. Also sie ist 52 und sie sind über 23 LK. Bewertet wird die Symmetrie, ob alle Muskelgruppen gleichmäßig auftrainiert wurden. Je weniger Unterhautfettgewebe, umso deutlicher treten Muskel- und Sehnenstränge hervor. Das gibt besonders viele Punkte. Aber sie hat auf jeden Fall deutlich weniger Körperfett als sie in der Mitte und könnte, auch obwohl die schwerer ist, die schon auf jeden Fall schlagen. Nicht mal 5 Minuten dauerte die erste Runde. Dann können alle wieder locker lassen und sich entspannen. Sehr schön. Super. Sehr schön. Hast gegen die 2 Hauer bestanden. Ja, ich bin ja ein paar Kilo mehr wie ich. Ne? Okay, dann bist du für sie zerlöscht. Ja, okay. Hast du schön was essen? Schick gemacht. Ein paar Riegeler, ein bisschen Reis, schick mittlich. Trinken jetzt nichts mehr. Okay? Aber essen kannst du schick mittlich den ganzen Nachmittag jetzt. Hock dir irgendwo hier ruhig, ja? Okay. Ich schaff's die erste Runde. Und bist du zufrieden? Ja. Mal, ich kann es jetzt nicht sagen, aber ich denke, ich hab schon mein Bestes gegeben. Ja, wo geht's lang? Mal sehen. Um 17 Uhr. Was war das für ein Gefühl? Da oben zu stehen? Das ist immer ein traumhaftes Gefühl von dem Publikum und einfach super. Wenn dann die Leute unten schreien, macht das. Du hast nur in ihrer Klasse, waren keine Teilnehmer, darum haben sie es zusammengefasst. Und dafür hast du super ausgeschaut. Danke. Zieh dir was an? Ja, mach ich. Erst mal sie anziehen, oder? Ja, logisch. Ein bisschen abtupfen, anziehen. Okay. Ja? Gut. Während die Nächsten noch geduldig auf ihren Einsatz warten, konserviert Bianca ihre Bräune und holt sich Tipps vom Profi. Ja, Mai, also es sind nicht viele, es sind ein paar. Das ist also zum Beispiel mein erstes Foto. Das habe ich letztes Jahr gemacht. Wie schwer warst du da? 60, so um die 60 hatte ich da. Das sieht doch gut aus. Dann kam zuerst das hier, dann war das im Oktober rum. So was. Und das hier. Das sieht doch richtig gut aus, oder? War Januar. Mit richtig Muskulatur. Das ist auch das, was die meisten Leute wahrscheinlich noch schön finden würden, wenn der Körperfettgehalt nicht ganz so niedrig ist. Genau, eben. Wenn so ein bisschen mehr dran ist. Ja. Doch, das sieht gut aus, wirklich. Danke schön. Das sieht man schon, das ein bisschen dicker. Ja, macht ja nichts. Ich meine, so ein Körperfettgehalt kann man ja auf gar keinen Fall das ganze Jahr halten. Das ist ja utopisch, sowas anzunehmen. Und wenn man dann in der Offseason so aussieht, hat man doch echt Glück. Danke, es freut mich. Es kann immer passieren, dass man, wenn man so eine harte Diät macht, das entgleist bei jungen Mädchen. Das hat man ja bei den ganzen, die danach streben, mit dem Ideal, was sie niemals erreichen können. Und ich sage immer, ihr Bodybuilderinnen, wir versuchen nicht durch Jammern und Hungern das zu erreichen, sondern durch Training und durch was zu verändern, den Körper so zu bauen, dass man damit zufrieden ist. Genau. Wie der Name schon sagt, Bodybuilding, seinen Körper formen. Sodass das Risiko da geringer ist, als jemand, der einfach nur zu Hause sitzt vom Fernsehen und sagt, ich möchte aussehen wie Claudia Schiffer und dabei seine Chips reinstopft. Showdown für die Herren in den leichteren Gewichtsklassen. Auch hier geht es nicht nur um die Höhe der Muskelberge. Fein definiert sollen sie sein und der Gesamteindruck muss auch stimmen. Die WM-Qualifikanten warten noch auf ihren Auftritt. Werner Zenk trifft seinen Freund und sportliches Vorbild Thomas Scheu. Ja, selber? Dann wird das gut an. Das hat durch das Shirtchen wieder gut aus. Und bei dir aber auch nicht gerade lang. Schön. Der 37-jährige Maschinenschlosser ist zweimaliger Weltmeister und Held im Showposen. Das Thema Doping wird bei ihm schnell zur Konkurrentenschelte. Ganz schlimm sind natürlich dann Leute, die jetzt ab und zu im Fernsehen zu sehen sind, die dann einen unnatürlichen 65er Oberarm, mehr oder weniger durch Schönheitsoperationen oder durch Injizieren bestimmter Substanzen, sich den Oberarm da aufblasen, dass sie dann, was weiß ich, also das ist ja mein Arm, der war hingegen. Das finde ich dann nicht mehr in Ordnung. Das hat mit Sport nichts mehr zu tun. Ja. Dopen tun immer nur die anderen. Auch ein beliebtes Bodybuilder-Motto.
Und jetzt geht es nur noch ums Ticket für die Weltmeisterschaft in Bombay. Werner Zenk ist zwar mit seinen 49 Jahren in der Seniorenklasse, auf der Bühne aber auch schweißtreibende Konkurrenz, die es zu überbieten gilt. Zusammen bringen diese Schwergewichtler 296 Kilo auf die Waage. Thomas Scheu allein schon stattliche 92 Kilo. Jede Muskelpartie vom Rücken bis zum Oberschenkel wird einzeln aufgerufen und auf Spannung gebracht. Das ist das wirklich Schwierige, denn das Herz muss gegen einen extrem hohen Widerstand das Blut in die Muskeln pressen. Ist das Herz beispielsweise durch Wachstumshormone künstlich vergrößert, ist es diesen extremen Belastungen nicht gewachsen. Offiziell ist Doping natürlich nicht erlaubt, doch auf regionalen Meisterschaften wird nicht kontrolliert. Deshalb versuchen die Wettkampfrichter wenigstens an äußerlichen Symptomen festzustellen, ob jemand künstlich nachgeholfen hat. Wir gucken nach äußeren Merkmalen. Das wäre einmal Steroidakne oder Gynäkomastie, das wäre Brustvergrößerung. Und das sind eigentlich so die Hauptmerkmale. Gynäkomastie, in der Szene auch bekannt als Bitch-Tits, Hexenbrüste, die Folge des Medikamentenmissbrauchs. Der Ulmer Chirurg Dr. Albert Hofmann kennt sich aus mit den gut gebauten Männern und ihren Sorgen um die weiblichen Brüste. Wenn dem Körper zu viel Testosteron verpasst wird, wehrt er sich irgendwann und bildet Östrogene, weibliche Hormone. Die wiederum regen die Brustbildung an. Dr. Hofmann behandelt fast wöchentlich einen solchen Fall. Die Brustkrebsgefahr ist hoch. Doch die Gynäkomastie ist nur eine der Nebenwirkungen von Anabolika, die mit dem Skalpell beseitigt werden können. Negative Auswirkungen auf den Körper sind erstmals diese gesteigerte Aggressivität auch, die sich bilden kann, die erhöhte die Reizbarkeit, der Kurzatmigkeit, Herzrasen, Depressionen zum Beispiel auch. Und da zeigt sich auch wieder so das enge Beieinanderliegen zwischen den Vorteilen und den Nachteilen, nämlich der Euphorie und dann wieder den Depressionen. Ebenso wieder mehr Vermännlichung und gleichzeitig wieder weiblichen Auswüchsen, die da sind. Eine Stunde dauert der Eingriff und kostet den Patienten rund 2.500 Euro. Dann ist der Makel wenigstens optisch behoben. Im Internet findet der ambitionierte Sportler alles, was Wachstum und Masse verspricht. Die vom IOC verbotenen Mittel sind rot gekennzeichnet. Der Dauerbrenner Primobolan ist für nur 85 Euro frei Haus erhältlich. Das Nachschlagewerk hilft dem Athleten, zwischen Originalen und Fälschungen zu unterscheiden und die verschiedenen Wirkstoffe auf sein Trainingsziel abzustimmen. Nach knapp einer Woche kommt per Post das bestellte Primobolan. Wie es scheint, das originale Hormonpräparat. Doch der Fachmann erkennt anhand der Fantasieformeln auf dem Beipackzettel, dass es sich um eine Fälschung handelt. Wie er aus seiner Erfahrung mit toten Bodybuildern weiß, sind die meisten Dopingmittel vom Schwarzmarkt billige Imitate. Da haben wir in einer Leiche, bei einer Leiche, diese Packung von Parabolan gefunden. In der Leiche selber aber kein Trenbolon, sondern nur Nandrolon. Und haben dann die Tabletten selber untersucht. Und dann war in der Tablette selber war gar kein Trenbolon, sondern nur das billige Nandrolon. Billige Fälschungen von teuren Originalen. Damit verdienen die Dealer Millionen am Schönheitswahn der Bodybuilder. Im Zollfahndungsamt Kiel türmen sich die Mastpillen und Ampullen bis zur Decke. Diese ganzen Waren zeichnet aus, dass es sich insgesamt um Fälschungen handelt. Sie sind in einer Garage in Kiel sichergestellt worden. Und wie Sie auch sehen können, lagen sie zum Teil in Bausatzform vor, waren also noch für die Weiterverarbeitung bestimmt, um entsprechend dann als Fertiganabolika den Anschein zu erwecken, dass es sich um Originalarzneimittel handelt. Welcher und wie viel Wirkstoff tatsächlich in einer solchen Ampullenschachtel ist, weiß nicht mal der Dealer selbst. Und am wenigsten der Bodybuilder, der es sich in den Muskel spritzt. Zurück zum Wettkampf. Die Sieger einzelner Klassen müssen zur Dopingkontrolle. Neben Wachstumshormonen wird auch nach Aufputschmitteln und Entwässerungspräparaten gefahndet, die auch auf der schwarzen Liste des Verbandes stehen. Kommt das schon noch gelegentlich vor? Ja, wir haben auch schon positive Kontrollen noch. Ja. Deswegen sonst müssten wir es nicht mehr machen. Ja.
Die Athleten bei internationalen Wettkämpfen wissen, was auf sie zukommt. Entsprechend selten sind positive Funde. In anderen Kategorien, wie beispielsweise der neu eingeführten Body-Fitness-Klasse, wird lediglich sporadisch getestet. Entsprechend mehr positive Proben gibt es. Die Proben werden sorgfältig abgefüllt. Das Bemühen der Dopingfahnder ist redlich. Alles läuft hier streng nach den Vorschriften des Internationalen Olympischen Komitees. Aber die Sportler sind meist einen Schritt voraus. Beide verschlossen, gehen beide nicht mehr auf. Kann man wirklich alle Stoffe nachweisen, die so als Dopingmittel im Moment im Umlauf sind? Nein, sicherlich nicht. Es sind halt mit dem Wachstumshormon ist nach wie vor die Diskussion, dass es eben nicht nachweisbar ist. Insulin wäre nachweisbar, wird aber nicht geprüft, weil man keine Notwendigkeit sieht. Es steht zwar auf der Liste, wird ein bisschen nachlässig gehandhabt. Da gibt es die Zukunft, gibt sicherlich einiges zu tun. Ja. Also Sie haben jetzt von den Amerikanern gehört, von den Leichtathleten, neuer Stoff. Das wird auch alles Prüfungen nachziehen, deswegen halte ich mich da mit Äußerungen zurück. Aber das ist ein Präparat, was sonst auch noch nicht weiter aufgefallen ist. Ja. Es zeigt aber die grundsätzliche Problematik. Die Fahnder, in Anführungsstrichen, sind immer hinterher. Trotzdem, alles hat hier seine Ordnung. Viel Spaß und viel Erfolg. Finale bei der Qualifikation für die Weltmeisterschaft. Von 12 Schwergewichtlern qualifizieren sich die ersten 6. Es ist Werners 8. WM-Auswahl. Trotzdem ist für ihn die Kür immer wieder ein Graus. Thomas Scheu, der Posing-Profi und Publikumsliebling dagegen, hat es leicht. Auch Werner macht diesmal eine gute Figur. Keine Pose vergessen und am Schluss sogar noch ein Lächeln für die Richter. Die Juroren sind sich schnell einig. Thomas Scheu ist Erster, dann banges Warten. Thomas! Thomas! Erster Platz. Ja! Alter, ja. Jetzt sind sie wieder Freunde, nicht mehr Konkurrenten und können sich gemeinsam über den Sieg freuen. 70 Kilo Zweiter. Super. Das hä? Super. Noch ein Foto fürs Album und dann wird gefeiert. So üppig, wie es die Diät erlaubt. Jetzt feiern wir die ganze Sache mit einem Eiweißriegel. Ja, doch, sehr lecker. Ja, und dann morgen etwas relaxen. Und dann geht natürlich am Dienstag wieder mit Volldampf weiter. Wollen Sie sich aufs Koffer packen für die WM? Ja. Ja, das ist besser, finde ich. Jetzt auf jeden Fall, weil die Sache sieht eigentlich nicht schlecht aus. Jetzt gucken wir mal, was dabei rauskommt. In Indien und dann können wir weitersehen. Dann werden wir entscheiden, ob wir überhaupt noch weitermachen oder nicht. Oder ob wir aufhören. Gucken wir einfach mal. Auch in der Frauenklasse geht es an die finale Kür. Und die Damen zeigen sich von ihrer stärksten Seite. Biancas Unsicherheit verfliegt sofort auf der Bühne. Obwohl sie im Vergleich zu den anderen fast noch schmächtig wirkt, erkennen alle ihr Talent. Sie hat Willensstärke bewiesen und dabei eine positive und weibliche Ausstrahlung behalten. Erster Platz in der Frauenklasse bis 52 Kilo, die Startnummer 10, Bianca Volpe, Siegerin in der Frauenklasse 1.
Nein. Ja, klar, super. Ja, doch, total. Total. Und was war das Schönste? Da draußen auf der Bühne zu stehen. Das war die ganze Atmosphäre einfach alles. Endlich vorbei. Während sich die einen schon feiern lassen, kann sich auch Bianca entspannen und sich freuen wie ein ganz normales junges Mädchen. 110 Kilo. Jörg Börjesson hat schon vor Jahren die Wettkampfbühne verlassen. Doch sein Schauplatz sind auch heute noch Fitnessstudios. Seine ganze Kraft legt er jetzt in die Aufklärung, dass Doping mehr schadet als nützt. Während des Trainings aufgenommen und dem Nacken und alles. Man hat da mit 170, 180 Kilo Bankdrücken gemacht. Über 200 Kilo Kniebeuge, also ist heute für mich unbegreiflich. Würde ich gar nicht mehr irgendwo aus der Verankerung rausheben können. Ne? Und deswegen habe ich auch mit meiner Bandscheibe heute die Probleme. Ist ja eine enorme Belastung. Man glaubt und vertraut ihm. Schließlich ist er der lebende Beweis für die zerstörerische Wirkung von Anabolika, die andere immer verharmlosen. Also ich hatte mal einen Fall, zum Beispiel kam ein Mädchen auf mich zu und hatte nach einem Präparat gefragt und hatte überhaupt gar keine Ahnung über diese Nebenwirkungen. Und die haben wir erstmal mitgenommen ins Büro und sie aufgeklärt, denn sie hatte wirklich vor, sich über das Internet sowas zu bestellen. Ich denke, es fehlt einfach immer an Aufklärung. Die meisten wissen gar nicht, was sie ihrem Körper oder sich damit antun, irgendwas zu nehmen. Richtig warm wird der Aufklärer bei Trainingstipps. Zu gerne würde er auch wieder an die Geräte, aber kaputte Bandscheiben, Bänder und Sehnen lassen das nicht zu. Zurück in München. Werner Zenk bei der Arbeit als Haustechniker in einem Altersheim. Wie immer gibt es viel zu tun und zu erzählen gibt es auch reichlich. Werner Zenk will weiter trainieren, nicht nur um irgendwann mal Erster zu werden. Ich tue natürlich auch was, um fit zu bleiben, um gesund zu bleiben, um ja, den Alterungsprozess einfach so ein bisschen herauszuzögern. Ich weiß nicht, ob man das damit kann. Aber ein Versuch ist es auf jeden Fall wert und ich denke schon, dass sich das irgendwo bemerkbar macht. Bodybuilding, das heißt, seinen Körper formen. Bestenfalls nur mit dem Willen. Denn für den, der es ernst meint, sind Muskeln kein Spiel, sondern eine Lebensaufgabe. Sie lieben ihren Körper, kennen jeden Muskel, verehren jede Faser. Bodybuilder haben ein eigentümliches Schönheitsideal. Frauen sehen aus wie Männer, Männer sehen aus wie Karikaturen und sind stolz darauf. Schließlich arbeiten sie hart und schwer an dieser Masse. Die maximale Muskelmasse eines jeden ist genetisch vorbestimmt. Doch die reicht manchen nicht aus. Auch Jörg Börjesson nahm Anabolika, um schnell dicke Oberarme zu kriegen, bis sein Körper versagte. Einmal habe ich dann während des Trainings plötzlich so einen Blutstoß aus der Nase gekriegt. Also dass ich nicht wie so eine Fontäne kam mir so das Blut dann raus. Thomas Scheu ist amtierender Weltmeister im Bodybuilding. Seine Muskeln sind ehrlich erarbeitet, sagt er. Nur ist der Sport so in Verruf geraten, dass das niemand recht glauben mag. Es wird einem ja auch nicht unbedingt mit Respekt begegnet, wenn man muskulöses Erscheinungsbild hat und ethische Stadt. Das war vor 20 Jahren noch ein bisschen anders, aber ich muss sagen, heutzutage kann man sich schon fast dafür schämen. Trotz des schlechten Images stemmt Bianca leidenschaftlich gerne Eisenscheiben und Hanteln. Ziel der 17-Jährigen ist die Wettkampfbühne. Dafür kämpft sie allein mit sich selbst. Vielleicht artet schon eine Sucht rein, aber ich würde mal sagen, es ist eine schöne und eine gute und eine gesunde Sucht. Weil ich würde nicht sagen, dass ich meinen Körper schade. Mit 47 Kilo ist sie eine muskelstarrende halbe Portion und gilt als erfolgversprechender Newcomer. Zufrieden ist ein Bodybuilder selten mit sich. Nur angespannt sieht er gut aus. Selbst nach 15 Jahren intensivem Körperformen kann Werner Zenk sich selbst nicht genießen. Ich bin eigentlich nie zufrieden mit meiner Frau, nie. Es gibt Tage, wo ich es schön finde, wo ich sage, jawohl, das ist in Ordnung. Und dann gibt es Tage, wo ich sage, um Gottes Willen, so gehe ich nie auf die Bühne. Bei Werner Zenk beginnt der Tag, bevor er eigentlich angefangen hat. Morgens um 3:45 hilft ihm nur sein starker Wille aus dem Bett. Der Rest würde gerne noch liegen bleiben. Quäle deinen Körper, sonst quält er dich. Alte Sportlerweisheit.
Freundin Manuela ist seit 16 Jahren sein Trainingshelfer, Koch und manchmal auch Therapeut, wenn die strenge Diät am Willen zerrt. Noch 8 Tage und 13 Stunden bis zum Wettkampf. Nichts wird mehr dem Zufall, geschweige denn dem Körper selbst überlassen. Schließlich geht es um die Qualifikation für die Weltmeisterschaft. Fettzellen sind sein größter Feind. Deshalb beginnt der Kampf am frühen Morgen mit leerem Magen. Dann ist das Ausdauertraining am effektivsten. In den 8 Stunden Schlaf, die man hat, ist der Körper eigentlich ziemlich leer, die Glykogenspeicher sind leer. Und wenn ich dann morgens auf dem Fahrrad sitze und dann so zwischen 50, 60 Minuten mein Cardiotraining mache, dann habe ich natürlich eine optimale Fettverbrennung. Und so radelt er in seinem Schlafzimmer Kilometer um Kilometer bergauf und bergab. Ähnlich eintönig der Ernährungsplan. Morgen, wann hast du schon wieder alles fertig gemacht? Ja. Warte, ich muss das schnell mal trinken machen hier. Den Vanille-Eiweißschaum macht er sich trotzdem am liebsten selbst. Weißt du, wie viel Gramm jetzt früh? Waren die 50 oder 60? Ich glaube schon. Nee, 60, Manu. Über 60? Jeden Apfel führt er Buch, auf den Tag genau, seit 7 Jahren. Seinen Körperfettanteil hat er auf 5% reduziert. Normalerweise liegt er bei Männern um die 18%. In der Wettkampfphase ist Zenk täglich nicht mehr als exakt 1640 Kalorien. In der letzten Woche ist die Ernährung sehr, sehr wichtig, weil ich genau an dem Tag X perfekt sein muss. 49 Jahre ist Werner Zenk alt. In seinem Körper stecken 15 Jahre harte Arbeit. Im Moment ist er genervt. Schlapp, müde, irgendwie. Ihm gerade recht. Muskeln machen ohne Laufen. Endlich war er wer. Als er nach 3 Jahren sein Limit erreicht hatte, griff er zu Anabolika, um noch mehr zu werden. Doch die Nebenwirkungen holten ihn schließlich ein. So die ersten 2, 3 Jahre war nur Erfolge im Training und so weiter. Und nachher dann eben diese Magen-Darm-Sachen, wo man dann gesagt hat, ach, Magen-Darm-Grippe, da wird schon wieder weggehen. Aber da habe ich doch dann unwahrscheinliche Magenkrämpfe und Darmkrämpfe gehabt. Also wahnsinnige Schmerzen, kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist unglaublich. Und dann auf einmal habe ich dann während des Trainings plötzlich so einen Blutstoß aus der Nase gekriegt. Also dass ich richtig wie so eine Fontäne kam, mir so das Blut dann rausgeschossen. Und da war ich natürlich total geschockt und erschreckt und habe gedacht, das kann irgendwo nicht sein, was ist los? Ne? Sein Leben gerät aus den Fugen, der Körper zerfällt. Sein Dealer und vermeintlicher Freund macht ihm jetzt Vorwürfe und vor allem Angst. Und habe dann mit dem Dealer dann gesprochen, habe ihn darauf angesprochen, so, Mensch, kann er nicht vielleicht mit den Pillen zusammenhängen, vielleicht eine Kombination oder war da irgendwie nicht in Ordnung oder zu viel oder so. Ne? Und da wurde mir selbst noch die Schuld dann gegeben. Ich hätte dann tatsächlich irgendwie die Dosierung nicht eingehalten oder eine Kombination oder mir würde dann halt ein anderes Mittel dann noch fehlen, was er jetzt bei hätte. Man würde sich dann wieder treffen können und so. Aber dann, als ich dann gesagt habe, wir können uns zwar gerne treffen, wir können uns so austauschen, aber ich würde erstmal so nichts kaufen wollen. Ne? Ich habe auch kein Geld und so. Das war so dann so der Auslöser, wo er dann halt auch richtig wild wurde dann am Telefon. Und dann hieß es plötzlich, ja, ich soll auch mit keinem darüber reden. Und das wären ja auch alles Mittel, die auf ein Rezept eigentlich so normal so zu bekommen sind. Und ich würde mich selbst dann auch strafbar machen oder irgendwie müsste dann Fragen beantworten. Und aber da hat mir richtig dann Angst gemacht. Ne? Ja, dann bin ich in ein totales Loch gefallen. So. Aber es ist lustig gewesen, alles. Total Einbruch. Depressiv, Probleme, Familie, alles. Körper verändert, alles. Wahnsinn. Mit 34 das schmerzhafte Ende der Bodybuilding-Karriere. Gefürchtete Nebenwirkung des Testosteron, seine Brüste wuchsen, als hätte sich sein Körper an ihm rächen wollen. Hinzu kam die Angst vor Brustkrebs. Im letzten Jahr musste das kranke Gewebe herausgeschnitten werden. Zurück blieben hässliche Narben an einem geschundenen Körper.
Werner Zenk sieht seinen Körper mehr als Partner, denn als Gegner. Angefangen hat er vor 15 Jahren mit 92 Kilo. Heute, mit 49 Jahren, bringt er ein Wettkampfgewicht von 70 Kilo pure Muskelmasse auf die Waage. Als ehemaliger Ossi fiel ihm der Start im Westen nicht leicht. Die sportliche Disziplin wurde zur Stütze im Alltag und zur Lebensphilosophie. Das ist für mich faszinierend, dieser Sport, weil man den Körper einfach dahin bringen kann, wo man ihn haben möchte. Noch 5 Tage bis zum Tag X, dem Wettkampf. Durch die Diät und das harte Training ist der Körper anfällig für Erkältung und Verletzungen. Konzentration ist wichtig. Nur ungern sieht er sich selbst im Spiegel an. Der Körper ist schließlich noch nicht perfekt genug, findet Werner. Andere Athleten und Freizeitbodybuilder meinen, solche Muskelberge nur mit chemischen Helferlein hinzukriegen. Statt mit hartem Training dopen sie ihren Körper in Topform. Haben Sie schon mal das ausprobiert? Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, nein. Aber das ist schon sehr, sehr lange her. Da haben wir mal, und dann weiß ich allerdings auch nicht, ob das echt war oder nicht. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Ich weiß nur, dass es nichts gebracht hat. Das war mal 4 Wochen oder 6 Wochen, was das war. Und seitdem habe ich gesagt, also was soll die ganze. Biancas größter Wunsch ist es, vor Publikum auf der Wettkampfbühne zu stehen. Zeigen, was sie drauf hat, wovon andere noch lange träumen. Bernhard Schuber ist ihr Trainer und Ernährungsberater. Gut. Drück mal die Luft ein bisschen aus dem Bauch raus, das runter und wieder groß. Als Studiobesitzer kennt er sich aus in den Trainingsmethoden der Wettkampfsportler. In jedem Leistungssport wird gedopt, das ist im Bodybuilding nicht anders, aber es soll alles mit Verstand gemacht werden. Im Wettkampfbereich ist es so, dass es Athleten gibt, die dopen, aber unter Anleitung, also in Anführungszeichen ist unter Anleitung, also unter ärztlicher Aufsicht und so weiter, wo das Ganze dann mit Kopf gemacht wird und da dann die Risiken sehr gering sind. Ja, und wiederum, die das halt im Freizeitbereich machen, da ist es oft nicht so, weil die Leute sich überhaupt nicht auskennen, was sie da machen, sondern die sehen nur irgendwo jemanden mit einem tollen Körper und wollen dann eben diesen Körper auch haben, aber wollen nichts dafür tun und das ist das Problem. Und ohne Schweiß kein Preis, also das ist einfach so. Testosteron, das Männlichkeitshormon, Wundermittel und Gift zugleich. Wer künstlich dazu spritzt, um extremes Muskelwachstum zu erreichen, der riskiert seine Männlichkeit. Bodybuilder sind auf dem Seziertisch leicht zu erkennen. Über 100 Kilo meistens und die im starken Kontrast dazu eben nur so große Hoden hat, die also höchstens ein Drittel von dem sind, was man normalerweise sieht. Wenn jetzt seziert wird, dann fällt auf, dass das Lebergewicht sehr hoch ist, aber auch vor allen Dingen das Herzgewicht sehr hoch ist. Wenn das Herzgewicht normalerweise bei Personen dieser Größe bei 300 bis 400 Gramm läge, dann liegt das hier bei zwischen 500 und 800 Gramm. Die Nebenwirkungen schrecken die wenigsten ab. Wir treffen 2 Bodybuilder in Berlin, die unerkannt bleiben wollen. Sie dopen regelmäßig. Vorsichtigen Schätzungen zufolge nimmt jeder 5. männliche Fitnessstudio-Besucher Anabolika. Bei den Frauen ist es jede 12. Die Dunkelziffer ist so groß wie das Verlangen der Schmächtigen, ihr Selbstwertgefühl mit dicken Muskeln aufzupolstern. Muckis machen Eindruck, sind Statussymbole. Sich Respekt verschaffen, egal um welchen Preis. Das sieht einfach geil aus, wenn man geil aussieht. Ich meine, das kriegt man auch von den Freundinnen mit, ja? Wenn die einen anfassen und sagen, ey, das sieht, deine Arme sind groß, deine Unterarme sind stark, das gefällt mir. Ich meine, wenn ich das höre, dann ist das für mich eine Art Bestätigung. Und dann natürlich sage ich mir immer mehreren, die Scheiße. Ja, und mal gucken, was passiert zum Schluss. Ich meine, wir wissen alle nicht, was passiert. Aber es jetzt interessiert auch erstmal keinen. Man will erstmal eben nur gut aussehen, geilen Körper haben. Und so spritzt und schluckt man halt, was der Schwarzmarkt hergibt. In mehrwöchigen Kuren wird das Wachstumshormon in hohen Dosen in Arm- und Beinmuskulatur oder ins Unterhautfettgewebe injiziert. Dann wächst der Bizeps und mit ihm die Euphorie, in allem der Beste zu sein. Nach der Kur kommen die Entzugserscheinungen wie Schwäche und Depressionen. Vorboten der Abhängigkeit. Man will immer besser werden und immer mehr. Man hat 90 Kilo erreicht,
Dann will man als nächstes 100 Kilo wiegen, also natürlich feste Muskelmasse, hat man 100 Kilo erreicht, dann will man 110 wiegen. Und man braucht immer mehr Stoff und immer mehr Medikamente, um das auch zu erreichen. Ohne geht es eben nicht. Und jede positive Dopingprobe eines Spitzensportlers scheint ihnen recht zu geben. Zweifel sind selten. Bodybuilder wissen, dass das über die Leber abgebaut wird. Kann sein, dass man eben doch irgendwann Blut pisst im Urin. Also das ist auch wieder, der eine macht weiter und der eine hört auf in dem Moment, weil er Angst hat. Szenenwechsel. Biancas großer Tag. Sie hat die strenge Diät und das harte Training gut vertragen. Bei anderen Frauen kann die Regel aussetzen, wenn der Körperfettanteil unter 5% sinkt. Bianca verschlägt die Aufregung, höchstens die Sprache. Ah, ist jetzt aufgeregt? Geht jetzt los? Ich bin gar nicht aufgeregt. Nee, muss nicht sein. In der Ruhe liegt die Kraft. Mehr zu sagen gibt es wohl nicht, denn jetzt bei den süddeutschen Meisterschaften zählt nur noch die Anatomie. Beim Wiegen können sich die Konkurrenten in der Bodybuilding-Klasse schon mal unauffällig abtasten. Gegessen und getrunken haben sie kaum noch. Was hier auf der Waage steht, ist schiere Muskelmasse. Bei den Damen haben es die Richter gern noch weiblich. Bianca entscheidet sich für die praktische Hochsteckfrisur, damit der Rückenmuskel später auch unverhüllt zur Geltung kommen kann. Im Vergleich zu den Herren ist die Anzahl der Frauen auf solchen Wettkämpfen verschwindend gering. Zu negativ ist das Image hart trainierter Frauen. Bianca ist mit 17 Jahren hier mit Abstand die jüngste Teilnehmerin. Und dank der strengen Diät bleibt sie auch konkurrenzlos in ihrer Gewichtsklasse bis 52 Kilo. Aber was soll's, hier haben schließlich alle mal klein angefangen. Damit das Muskelspiel unter der dünnen Haut im Scheinwerferlicht auch optimal aussieht, helfen Farbe und ein Roller aus dem Baumarkt. Und das ist für die Bräune, damit die Muskulatur noch besser zur Geltung kommt auf der Bühne im Licht. Und da ich im Vorfeld etwas zu blass war, muss ich jetzt nochmal schmieren. Ich glaube, das trocknet die Haut auch aus und macht sie etwas dünner. Aber was da genau drin ist, das ist pure Chemie. Also da ist Aceton drin und nochmal ein paar andere Sachen. Ich würde es nicht offen rumstehen lassen, wenn kleine Kinder in der Nähe sind. Ich glaube, das kann nicht gut sein. Vor den Posen auf der Bühne pumpen die Sportler ihre Muskeln nochmal richtig auf. Die Durchblutung wird erhöht, der Muskel schwillt an. Dann die letzte Ölung zur Rundumveredelung. Letzte Tipps und ja nicht zu viel schwitzen, damit die Farbe nicht schon vor der Show verläuft. Schreiben wir zu. Hallo. Dr. Martina Herget, gelernte Molekularbiologin, kennt alle und alle kennen sie. Früher war sie selbst aktive Bodybuilderin. Heute nimmt sie nur noch als Richterin an Wettkämpfen teil. Hallo. Hallo. Servus. Und endlich geht es los. Auf diesen Moment hat Bianca die letzten 2 Jahre konsequent hingearbeitet. Zwei Athleten im Schwergewicht und eine Athletin im Kerzengewicht, 52 Kilogramm. Ich glaube, man sieht es auch optisch schon ganz deutlich. Sie ist natürlich ein bisschen schlecht oder ungünstig, weil sie halt neben den Schwergewichtlerinnen stehen und sie ist ja 2 Gewichtsklassen drunter. Also sie ist 52 und sie sind 23 LK. Bewertet wird die Symmetrie, ob alle Muskelgruppen gleichmäßig auftrainiert wurden. Je weniger Unterhautfettgewebe, umso deutlicher treten Muskel- und Sehnenstränge hervor. Das gibt besonders viele Punkte. Aber sie hat auf jeden Fall deutlich weniger Körperfett als sie in der Mitte und könnte, auch obwohl die schwerer ist, die schon auf jeden Fall schlagen. Nicht mal 5 Minuten dauerte die erste Runde. Dann können alle wieder locker lassen und sich entspannen. Sehr schön. Super. Sehr schön. Hast gegen die 2 Hauer bestanden. Ja, ich bin ja ein paar Kilo mehr wie ich. Ne? Okay, dann bist du für sie zerlöscht. Ja, okay. Hast du schön was essen? Schick gemacht. Ein paar Riegel, ein bisschen Reis, schick mittlich. Trinken jetzt nichts mehr. Okay? Okay. Aber essen kannst du schick mittlich den ganzen Nachmittag. Hock dir irgendwo hier ruhig, ja? Okay. Kannst du auch, die bringst du. Danke. Ich hab's geschafft, die erste. Und bist du zufrieden?
Ja? Ich kann es jetzt nicht sagen, aber ich denke, ich hab schon mein Bestes gegeben. Ja, mal sehen. Was war das für ein Gefühl? Da oben zu stehen? Das ist immer ein traumhaftes Gefühl von dem Publikum und einfach super. Wenn dann die Leute unten schreien, macht das. Wir sind in ihrer Klasse, waren keine Teilnehmer, darum haben sie es zusammengefasst. Und dafür hast du super ausgeschaut. Danke. Zieh dir was an? Ja, mach ich. Jetzt soll sie anziehen, oder? Ja, logisch. Ein bisschen abtupfen, anziehen. Okay. Während die Nächsten noch geduldig auf ihren Einsatz warten, konserviert Bianca ihre Bräune und holt sich Tipps vom Profi. Ja, mei, also es sind nicht viele, es sind ein paar. Das ist also zum Beispiel mein erstes Foto. Das habe ich letztes Jahr gemacht. Wie schwer warst du da? 60, so um die 60 hatte ich da. Das sieht doch gut aus. Dann kam zuerst das hier. Dann war das im Oktober rum. Mhm. Und das hier. Irgendwie schon ziemlich fertig. Nebenwirkungen nicht nur aufs Gemüt, sondern auch auf die Beziehung. Alles dreht sich nur um den Sport und da bleibt so ein bisschen Privates auf der Strecke. Und das ist schon anstrengend. Bianca Wojtek ist 17 Jahre alt. Sie hat ihre Vorliebe für schwere Eisen von ihrem großen Bruder. Um ihm zu gefallen, fing sie mit Bodybuilding an. Das war vor 2 Jahren. Seither haben sie ihre Freundinnen selten gesehen. Das Fitnessstudio ist ihr eigentliches Zuhause geworden. In 15 Wochen hat sie 10 Kilo abgenommen und dabei so viel Muskelmasse wie möglich auftrainiert. Bianca hat ihr Ziel erreicht. Aus dem kleinen Blondchen ist eine muskulöse Frau geworden, die nicht leicht übersehen wird. Und wie ist? Ja, schon ziemlich groß. Größe 36. Hängt schon. Wie viel Kilo hast du abgenommen? Ja, 10 Kilo sind schon. Auf jeden Fall. Schon einiges weggegangen. Ganze Babyspeck und der Bauch und der Hintern und die dicken Schenkel, die mal da waren. Und auch ich bin schon schön. Also, ich weiß nicht, weil eine normale Durchschnittsfrau schaut man nicht so an. Und wenn man jetzt da einfach vorbeiläuft, man kriegt sehr viele Blicke zugesteckt. Und ab und zu wird man mal drauf angesprochen. Und hey, wie lange trainierst du schon? Oder du tust was für deinen Körper, was ja doch nicht so normal ist für eine Frau oder für ein Mädchen. Den Körper formen, so wie sie es will. Dabei helfen nur Diät und eisernes Training, 2x täglich. Schön oder nicht schön, in die Anerkennung der anderen mischt sich oft Neid und Spott. Bodybuilder sind eitel, ich-bezogen und dumm. Hartnäckige Vorurteile, die Muskelfraktion immer enger zusammenschweißt. Bianca ist das egal. Für sie zählt nur Leistung. Ich trainiere eigentlich viel lieber mit Männern. Es ist einfach was anderes. Man kann wirklich trainieren. Und mit Frauen ist es eigentlich mehr entweder nur ein Geratsche oder ja, so mehr oder weniger Krankengymnastik, so zimperliche Übungen oder sonst irgendetwas. Da geht es richtig gescheit zur Sache. Also wird man schon angeheizt und vor allem man feuert sich auch gegenseitig an. Ihre Familie lässt die 17-Jährige selbst entscheiden, was gut für sie ist. Sei es früher im Kampfsport oder jetzt an den Gewichten. Ihr Ehrgeiz lässt nie locker. In einem Monat beginnt Bianca eine Ausbildung zur Physiotherapeutin. Für das Training hofft sie aber auch dann noch genug Zeit zu haben. Denn als Bodybuilder betrachtet man seinen Körper als eine permanente Baustelle. Also zum Beispiel so wie die Frau aussieht, also das wäre mein Ziel zum Beispiel jetzt. Ich finde, die hat ein super schönes, hübsches Gesicht. Von der Oberweite her hat sie auch noch einiges und ja, einfach eine super schöne Form, schön durchtrainiert und einfach noch die richtigen Proportionen. Also es ist nicht so extrem. Und also was ich sehr extrem finde und was mir gar nicht gefällt, ist zum Beispiel hier. Ich finde, die Proportionen passen einfach nicht mehr und es sieht auch nicht mehr weiblich aus. Es soll an dem weiblichen Körper, es soll schon noch was Schönes dran sein.
Auch Jörg Börjesson wollte seinen Körper formen, einem Ideal entsprechen. Das Bodybuilding war sein ganzer Lebensinhalt. Lust und Leid, Triumph und Niederlage. Ja, da war nur der Tunnelblick praktisch. Nur, ging nur um Training. Ist morgens die ersten Gedanken waren gewesen, was trainiere ich heute Abend oder was trainiere ich gleich. Man hat sich auch praktisch nur noch nachher mit Trainingspartnern, mit Freunden umgeben. Man hat sich ausgetauscht über Ernährung, wie sieht dein Training aus. Man war richtig wie eine Art Autist. Als er 14 war, kam für ihn der Notarztwagen auf den Fußballplatz gefahren. Akuter Asthmaanfall. Mit 19 kam ihm das Bodybuilding, ihr Ziel erreicht. Aus dem kleinen Blondchen ist eine muskulöse Frau geworden, die nicht leicht übersehen wird. Und wie ist? Ja, schon ziemlich groß, Größe 36. Hängt schon. Wie viel Kilo hast du abgenommen? Ja, 10 Kilo sind schon, auf jeden Fall. Schon einiges weggegangen. Ganze Babyspeck und der Bauch und der Hintern und die dicken Schenkel, die mal da waren. Aber ich bin schon schön. Also, ich weiß nicht, weil eine normale Durchschnittsfrau schaut man nicht so an. Und wenn man jetzt da einfach vorbeiläuft, man kriegt sehr viele Blicke zugesteckt. Und ab und zu wird man mal drauf angesprochen. Und hey, wie lange trainierst du schon? Oder du tust was für deinen Körper, was ja doch nicht so normal ist für eine Frau oder für ein Mädchen. Den Körper formen, so wie sie es will. Dabei helfen nur Diät und eisernes Training, zweimal täglich. Schön oder nicht schön, in die Anerkennung der anderen mischt sich oft Neid und Spott. Bodybuilder sind eitel, ichbezogen und dumm. Hartnäckige Vorurteile, die die Muskelfraktion immer enger zusammenschweißt. Bianca ist das egal. Für sie zählt nur Leistung. Ich trainiere eigentlich viel lieber mit Männern. Es ist einfach was anderes, man kann wirklich trainieren. Und mit Frauen ist es eigentlich mehr entweder nur ein Geratsche oder ja, so mehr oder weniger Krankengymnastik, so zimperliche Übungen oder sonst irgendetwas. Da geht es richtig gescheit zur Sache. Also wird man schon angeheizt und vor allem man feuert sich auch gegenseitig an. Ihre Familie lässt die 17-Jährige selbst entscheiden, was gut für sie ist. Sei es früher im Kampfsport oder jetzt an den Gewichten. Ihr Ehrgeiz lässt nie locker. In einem Monat beginnt Bianca eine Ausbildung zur Physiotherapeutin. Für das Training hofft sie aber auch dann noch genug Zeit zu haben. Denn als Bodybuilder betrachtet man seinen Körper als eine permanente Baustelle. Also zum Beispiel so wie die Frau aussieht, also das wäre mein Ziel zum Beispiel jetzt. Ich finde die hat ein super schönes, hübsches Gesicht. Von der Oberweite her hat sie auch noch einiges und ja, einfach eine super schöne Form, schön durchtrainiert und einfach noch die richtigen Proportionen. Also es ist nicht so extrem und also was ich sehr extrem finde und was mir gar nicht gefällt, ist zum Beispiel hier. Ich finde, die Proportionen passen einfach nicht mehr und es sieht auch nicht mehr weiblich aus. Es soll an dem weiblichen Körper, es soll schon noch was Schönes dran sein. Auch Jörg Börjesson wollte seinen Körper formen, einem Ideal entsprechen. Das Bodybuilding war sein ganzer Lebensinhalt. Lust und Leid, Triumph und Niederlage. Ja, da war nur der Tunnelblick praktisch. Nur, ging nur um Training. Ist morgens die ersten Gedanken waren gewesen, was trainiere ich heute Abend oder was trainiere ich gleich. Man hat sich auch praktisch nur noch nachher mit Trainingspartnern, mit Freunden umgeben. Man hat sich ausgetauscht über Ernährung, wie sieht dein Training aus. Man war richtig wie eine Art Autist. Als er 14 war, kam für ihn der Notarztwagen auf den Fußballplatz gefahren. Akuter Asthmaanfall. Mit 19 kam ihm das Bodybuilding gerade recht. Muskeln machen ohne Laufen. Endlich war er wer. Als er nach 3 Jahren sein Limit erreicht hatte, griff er zu Anabolika, um noch mehr zu werden. Doch die Nebenwirkungen holten ihn schließlich ein. So die ersten 2, 3 Jahre war nur Erfolge im Training und so weiter. Und nachher dann eben diese Magen-Darm-Sachen, wo man dann gesagt hat, ach, Magen-Darm-Grippe, da wird schon wieder weggehen. Aber nachher habe ich doch dann unwahrscheinliche Magenkrämpfe und Darmkrämpfe gehabt. Also wahnsinnige Schmerzen, kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist unglaublich. Und dann auf einmal habe ich dann während des Trainings plötzlich so einen Blutstoß aus der Nase gekriegt. Also dass ich richtig wie so eine Fontäne kam mir so das Blut dann rausgeschossen.
Und da war ich natürlich total geschockt und erschreckt und habe gedacht, das kann irgendwo nicht sein, was ist los? Ne? Sein Leben gerät aus den Fugen, der Körper zerfällt. Sein Dealer und vermeintlicher Freund macht ihm jetzt Vorwürfe und vor allem Angst. Und hab dann mit dem Dealer dann gesprochen, hab ihn darauf angesprochen, so Mensch, kann er nicht vielleicht mit den Pillen zusammenhängen, vielleicht eine Kombination oder war da irgendwie nicht in Ordnung oder zu viel oder so. Ne? Und da wurde mir selbst noch die Schuld dann gegeben. Ich hätte dann tatsächlich irgendwie die Dosierung nicht eingehalten oder eine Kombination oder mir würde dann halt ein anderes Mittel dann noch fehlen, was er jetzt bei hätte. Man würde sich dann wieder treffen können und so. Aber dann, als ich dann gesagt habe, wir können uns zwar gerne treffen, wir können uns so austauschen, aber ich würde erstmal so nichts kaufen wollen. Ne? Ich habe auch kein Geld und so. Das war so dann so der Auslöser, wo er dann halt auch richtig wild wurde dann am Telefon. Und dann hieß es plötzlich, ja, ich soll auch. Ja? Ich kann es jetzt nicht sagen, aber ich denke, ich hab schon mein Bestes gegeben. Ja, mal sehen. Was war das für ein Gefühl? Da oben zu stehen. Das ist immer ein traumhaftes Gefühl von dem Publikum und einfach super. Wenn dann die Leute unten schreien, macht das. Das ist eine Juniorenklasse, man kann die Teilnehmer, darum haben sie das zusammengefasst. Und da dafür hast du super ausgeschaut. Danke. Zieh dir was an? Ja, mach ich. Lässt du sie anziehen, oder? Ja, logisch. Ein bisschen abtupfen, anziehen. Okay. Während die Nächsten noch geduldig auf ihren Einsatz warten, konserviert Bianca ihre Bräune und holt sich Tipps vom Profi. Ja, Mai, also es sind nicht viele, es sind ein paar. Das ist also zum Beispiel mein erstes Foto. Das habe ich letztes Jahr gemacht. Wie schwer warst du da? 60, so um die 60 hatte ich da. Das sieht doch gut aussehen. Dann kam zuerst das hier, dann war das im Oktober rum, sowas. Mhm. Und das hier. Das sieht doch richtig gut aus, oder? War Januar. Mit richtig Muskulatur. Das ist auch das, was die meisten Leute wahrscheinlich noch schön finden würden, wenn der Körperfettgehalt nicht ganz so niedrig genau, ist. Genau, eben. Wenn so ein bisschen mehr dran ist. Ja. Doch, das sieht gut aus, wirklich. Danke sehr. Das sieht man schon, das ein bisschen dicker. Ja, macht ja nichts. Ich meine, so ein Körperfettgehalt kann man ja auf gar keinen Fall das ganze Jahr halten. Das ist ja utopisch, sowas anzunehmen. Und wenn man dann in der Off-Season so aussieht, hat man doch echt Glück. Danke, es freut mich. Es kann immer passieren, dass man, wenn man so eine harte Diät macht, dass das entgleist bei jungen Mädchen. Das hat man ja bei den ganzen, die danach streben, im Ideal, was sie niemals erreichen können. Und ich sage immer, wir Bodybuilderinnen, wir versuchen nicht durch Jammern und Hungern das zu erreichen, sondern durch Training und durch was zu verändern, den Körper so zu bauen, dass man damit zufrieden ist. Genau. Wie der Name schon sagt, Bodybuilding, seinen Körper formen. Sodass das Risiko da geringer ist, als jemand, der einfach nur zu Hause sitzt vom Fernsehen und sagt, ich möchte aussehen wie Claudia Schiffer und dabei seine Chips reinsteckt. Showdown für die Herren in den leichteren Gewichtsklassen. Auch hier geht es nicht nur um die Höhe der Muskelberge. Fein definiert sollen sie sein und der Gesamteindruck muss auch stimmen. Die WM-Qualifikanten warten noch auf ihren Auftritt. Werner Zenk trifft seinen Freund und sportliches Vorbild Thomas Scheu. Ja, selber? Dann wird das gut an. Das ist halt durch das Shirtchen wieder gut. Kann bei dir aber auch nicht gerade laufen. Schön. Der 37-jährige Maschinenschlosser ist zweimaliger Weltmeister und Held im Showposen. Das Thema Doping wird bei ihm schnell zur Konkurrentenschelte. Ganz schlimm sind natürlich an Leute, die jetzt ab und zu im Fernsehen zu sehen sind, die dann einen unnatürlichen 65er Oberarm, mehr oder weniger durch Schönheitsoperationen oder durch Injizieren bestimmter Substanzen, sich den Oberarm da aufblasen, dass sie dann, was weiß ich, also das ist ja mein Arm, der war hingegen. Das finde ich doch nicht mehr in Ordnung. Das hat mit Sport nichts mehr zu tun. Ja. Dopen tun immer nur die anderen. Auch ein beliebtes Bodybuilder-Motto. Und jetzt geht es nur noch ums Ticket für die Weltmeisterschaft in Bombay. Werner Zenk ist zwar mit seinen 49 Jahren in der Seniorenklasse, auf der Bühne aber auch schweißtreibende Konkurrenz, die es zu überbieten gilt. Six.
Zusammen bringen diese Schwergewichtler 296 Kilo auf die Waage. Thomas Scheu allein schon stattliche 92 Kilo. Jede Muskelpartie vom Rücken bis zum Oberschenkel wird einzeln aufgerufen und auf Spannung gebracht. Das ist das wirklich Schwierige, denn das Herz muss gegen einen extrem hohen Widerstand das Blut in die Muskeln pressen. Ist das Herz beispielsweise durch Wachstumshormone künstlich vergrößert, ist es diesen extremen Belastungen nicht gewachsen. Offiziell ist Doping natürlich nicht erlaubt, doch auf regionalen Meisterschaften wird nicht kontrolliert. Deshalb versuchen die Wettkampfrichter wenigstens an äußerlichen Symptomen festzustellen, ob jemand künstlich nachgeholfen hat. Wir gucken nach äußeren Merkmalen, das wäre einmal Steroidakne oder Gynäkomastie, das wäre Brustvergrößerung und das sind eigentlich so die Hauptmerkmale. Gynäkomastie, in der Szene auch bekannt als Bitch-Tits, Hexenbrüste, die Folge des Medikamentenmissbrauchs. Der Ulmer Chirurg Dr. Albert Hofmann kennt sich aus mit den gut gebauten Männern und ihren Sorgen um die weiblichen Brüste. Wenn dem Körper zu viel Testosteron verpasst wird, wehrt er sich irgendwann und bildet Östrogene, weibliche Hormone. Die wiederum regen die Brustbildung an. Dr. Hofmann behandelt fast wöchentlich einen solchen Fall. Die Brustkrebsgefahr ist hoch. Doch die Gynäkomastie ist nur eine der Nebenwirkungen von Anabolika, die mit dem Skalpell beseitigt werden können. Negative Auswirkungen auf den Körper sind erstmals diese gesteigerte Aggressivität auch, die sich bilden kann, die erhöhte die Reizbarkeit, die Kurzatmigkeit, Herzrasen. Sie lieben ihren Körper, kennen jeden Muskel, verehren jede Faser. Bodybuilder haben ein eigentümliches Schönheitsideal. Frauen sehen aus wie Männer, Männer sehen aus wie Karikaturen und sind stolz darauf. Schließlich arbeiten sie hart und schwer an dieser Masse. Die maximale Muskelmasse eines jeden ist genetisch vorbestimmt. Doch die reicht manchen nicht aus. Auch Jörg Börjesson nahm Anabolika, um schnell dicke Oberarme zu kriegen, bis sein Körper versagte. Auf einmal habe ich dann während des Trainings plötzlich so einen Blutstoß aus der Nase gekriegt. Also dass ich nicht wie so eine Fontäne kam mir so das Blut dann raus. Thomas Scheu ist amtierender Weltmeister im Bodybuilding. Seine Muskeln sind ehrlich erarbeitet, sagt er. Nur ist der Sport so in Verruf geraten, dass das niemand recht glauben mag. Es wird einem ja auch nicht unbedingt mit Respekt begegnet, wenn man ein muskulöses Erscheinungsbild hat und ethische Stadt. Das war vor 20 Jahren noch ein bisschen anders, aber ich muss sagen, heutzutage kann man sich schon fast dafür schämen. Trotz des schlechten Images stemmt Bianca leidenschaftlich gerne Eisenscheiben und Hanteln. Ziel der 17-Jährigen ist die Wettkampfbühne. Dafür kämpft sie allein mit sich selbst. Vielleicht achtet schon eine Sucht rein, aber ich würde mal sagen, es ist eine schöne und eine gute und eine gesunde Sucht. Weil ich würde nicht sagen, dass ich meinen Körper schade. Mit 47 Kilo ist sie eine muskelstarrende halbe Portion und gilt als erfolgversprechender Newcomer. Zufrieden ist ein Bodybuilder selten mit sich. Nur angespannt sieht er gut aus. Selbst nach 15 Jahren intensivem Körperformen kann Werner Zenk sich selbst nicht genießen. Ich bin eigentlich nie zufrieden mit meiner Frau, nie. Es gibt Tage, wo ich es schön finde, wo ich sage, jawohl, das ist in Ordnung. Und dann gibt es Tage, wo ich sage, um Gottes Willen, so gehe ich nie auf die Bühne. Bei Werner Zenk beginnt der Tag, bevor er eigentlich angefangen hat. Morgens um 3:45 hilft ihm nur sein starker Wille aus dem Bett. Der Rest würde gerne noch liegen bleiben. Quäle deinen Körper, sonst quält er dich. Alte Sportlerweisheit. Freundin Manuela ist seit 16 Jahren sein Trainingshelfer, Koch und manchmal auch Therapeut, wenn die strenge Diät am Willen zerrt. Noch 8 Tage und 13 Stunden bis zum Wettkampf. Nichts wird mehr dem Zufall, geschweige denn dem Körper selbst überlassen. Schließlich geht es um die Qualifikation für die Weltmeisterschaft. Fettzellen sind sein größter Feind. Deshalb beginnt der Kampf am frühen Morgen mit leerem Magen. Dann ist das Ausdauertraining am effektivsten. In den 8 Stunden Schlaf, die man hat, ist der Körper eigentlich ziemlich leer, die Glykogenspeicher sind leer und wenn ich dann morgens auf dem Fahrrad sitze und dann so zwischen 50-60 Minuten
mein Cardiotraining mache, dann habe ich natürlich eine optimale Fettverbrennung. Und so radelt er in seinem Schlafzimmer Kilometer um Kilometer bergauf und bergab. Ähnlich eintönig der Ernährungsplan. Oh, wann hast du schon wieder alles fertig gemacht? Ja. Warte, ich muss das schnell mit dem Drink machen hier. Den Vanille-Eiweißschaum macht er sich trotzdem am liebsten selbst. Weißt du, wie viel Gramm jetzt früh, waren die 50 oder 60? Ich glaube schon. Nee, 60, Mann. Über jeden Apfel führt er Buch auf den Tag genau seit 7 Jahren. Seinen Körperfettanteil hat er auf 5% reduziert. Normalerweise liegt er bei Männern um die 18%. In der Wettkampfphase ist Zenk täglich nicht mehr als exakt 1640 Kalorien. In der letzten Woche ist die Ernährung sehr, sehr wichtig, weil ich genau an dem Tag X perfekt sein muss. 49 Jahre ist Werner Zenk alt. In seinem Körper stecken 15 Jahre harte Arbeit. Im Moment ist er genervt. Schlapp, müde, irgendwie schon ziemlich fertig. Nebenwirkungen nicht nur aufs Gemüt, sondern auch auf die Beziehung. Alles dreht sich nur um den Sport und ja, da bleibt so ein bisschen Privates auf der Strecke und das ist schon anstrengend. Bianca Wojtek ist 17 Jahre alt. Sie hat ihre Vorliebe für schwere Eisen von ihrem großen Bruder. Um ihm zu gefallen, fing sie mit Bodybuilding an. Das war vor 2 Jahren. Seither haben sie ihre Freundinnen selten gesehen. Das Fitnessstudio ist ihr eigentliches Zuhause geworden. In 15 Wochen hat sie 10 Kilo abgenommen und dabei so viel Muskelmasse wie möglich auftrainiert. Bianca hat gut aussehen, geilen Körper haben. Und so spritzt und schluckt man halt, was der Schwarzmarkt hergibt. In mehrwöchigen Kuren wird das Wachstumshormon in hohen Dosen in Arm- und Beinmuskulatur oder ins Unterhautfettgewebe injiziert. Dann wächst der Bizeps und mit ihm die Euphorie, in allem der Beste zu sein. Nach der Kur kommen die Entzugserscheinungen wie Schwäche und Depressionen. Vorboten der Abhängigkeit. Man will immer besser werden und immer mehr. Hat man 90 Kilo erreicht, dann will man als nächstes 100 Kilo wiegen. Also natürlich feste Muskelmasse. Hat man 100 Kilo erreicht, dann will man 110 wiegen. Und man braucht immer mehr Stoff und immer mehr Medikamente, um das auch zu erreichen. Ohne geht es eben nicht. Und jede positive Dopingprobe eines Spitzensportlers scheint ihnen recht zu geben. Zweifel sind selten. Bodybuilder wissen, dass das über die Leber abgebaut wird. Kann sein, dass man eben doch irgendwann Blut pisst im Urin. Also das ist auch wieder einer, der eine macht weiter und der eine hört auf in dem Moment, weil er Angst hat. Szenenwechsel. Biancas großer Tag. Sie hat die strenge Diät und das harte Training gut vertragen. Bei anderen Frauen kann die Regel aussetzen, wenn der Körperfettanteil unter 5% sinkt. Bianca verschlägt die Aufregung höchstens die Sprache. Ah, ist jetzt aufgeregt? Geht jetzt los? Ich bin gar nicht aufgeregt. Nee, muss nicht sein. In der Ruhe liegt die Kraft. Mehr zu sagen gibt es wohl nicht, denn jetzt bei den süddeutschen Meisterschaften zählt nur noch die Anatomie. Beim Wiegen können sich die Konkurrenten in der Bodybuilding-Klasse schon mal unauffällig abtasten. Gegessen und getrunken haben sie kaum noch. Was hier auf der Waage steht, ist schiere Muskelmasse. Bei den Damen haben es die Richter gern noch weiblich. Bianca entscheidet sich für die praktische Hochsteckfrisur, damit der Rückenmuskel später auch unverhüllt zur Geltung kommen kann. Im Vergleich zu den Herren ist die Anzahl der Frauen auf solchen Wettkämpfen verschwindend gering. Zu negativ ist das Image hart trainierter Frauen. Bianca ist mit 17 Jahren hier mit Abstand die jüngste Teilnehmerin. Und dank der strengen Diät bleibt sie auch konkurrenzlos in ihrer Gewichtsklasse bis 52 Kilo. Aber was soll's, hier haben schließlich alle mal klein angefangen. Damit das Muskelspiel unter der dünnen Haut im Scheinwerferlicht auch optimal aussieht, helfen Farbe und ein Roller aus dem Baumarkt.
Und das ist für den Rollen, damit die Muskulatur noch besser zu wirken kann auf der Bühne im Licht. Und da ich im Vorfeld etwas zu blass war, muss ich ihn jetzt nochmal schmieren. Ich glaube, das trocknet die Haut auch aus und macht sie etwas dünner. Aber was da genau drin ist, das merkt man, das ist pure Chemie. Also da ist Aceton drin und nochmal ein paar andere Sachen. Ich würde es nicht offen rumstehen lassen, wenn kleine Kinder dann essen. Ich glaube, das kann nicht gut sein. Vor den Posen auf der Bühne pumpen die Sportler ihre Muskeln nochmal richtig auf. Die Durchblutung wird erhöht, der Muskel schwillt an. Dann die letzte Ölung zur Rundumveredelung. Letzte Tipps und ja nicht zu viel schwitzen, damit die Farbe nicht schon vor der Show verläuft. Schneiden wir zu. Hallo. Dr. Martina Herget, gelernte Molekularbiologin, kennt alle und alle kennen sie. Früher war sie selbst aktive Bodybuilderin, heute nimmt sie nur noch als Richterin an Wettkämpfen teil. Hallo. Hallo. Servus. Und endlich geht es los. Auf diesen Moment hat Bianca die letzten 2 Jahre konsequent hingearbeitet. Zwei Athleten im Schwergewicht und eine Athletin in der Kerzendisziplin 50 Kilogramm. Man sieht es auch optisch schon ganz deutlich. Sie ist natürlich für sie schlecht oder ungünstig, weil sie halt neben dem Schwergewichtlerinnen steht und sie ist ja 2 Gewichtsklassen drunter. Also sie ist 52 und sie sind über 23 LK. Bewertet wird die Symmetrie, ob alle Muskelgruppen gleichmäßig auftrainiert wurden. Je weniger Unterhautfettgewebe, umso deutlicher treten Muskel- und Sehnenstränge hervor. Das gibt besonders viele Punkte. Also sie hat auf jeden Fall deutlich weniger Körperfett als sie in der Mitte und könnte, auch obwohl die schwerer ist, die schon auf jeden Fall sparen. Nicht mal 5 Minuten dauerte die erste Runde. Dann können alle wieder locker lassen und sich entspannen. Sehr schön. Super, super. Sehr schön. Hast gegen die 2 Hauer bestanden. Ja, ich bin ja ein paar Kilo mehr wie ich. Ne? Okay, dann bist du jetzt erlöst. Ja, okay. Hast du schön was essen? Schick mal. Ein Barigella, ein bisschen Reis, schickmittlich. Trinken jetzt nichts mehr. Okay? Okay. Aber essen kannst du schickmittlich den ganzen Nachmittag jetzt. Hock dir irgendwo hier ruhig, ja? Okay. Geschafft, die erste Runde. Und bist du zufrieden? Wir können darüber reden und das wären ja auch alles Mittel, die auf dem Rezept eigentlich so normal so zu bekommen sind. Und ich würde mich selbst dann auch strafbar machen oder irgendwie müsste dann Fragen beantworten. Und aber da hat mir richtig dann Angst gemacht. Ne? Ja, und dann bin ich dann in ein totales Loch gefallen. So. Aber es ist gewesen alles. Total Einbruch. Depressiv, Probleme, Familie, alles. Körper verändert, alles. Wahnsinn. Mit 34 das schmerzhafte Ende der Bodybuilding-Karriere. Gefürchtete Nebenwirkung des Testosteron, seine Brüste wuchsen, als hätte sich sein Körper an ihm rächen wollen. Hinzu kam die Angst vor Brustkrebs. Im letzten Jahr musste das kranke Gewebe herausgeschnitten werden. Zurück blieben hässliche Narben an einem geschundenen Körper. Werner Zenk sieht seinen Körper mehr als Partner denn als Gegner. Angefangen hat er vor 15 Jahren mit 92 Kilo. Heute, mit 49 Jahren, bringt er ein Wettkampfgewicht von 70 Kilo pure Muskelmasse auf die Waage. Als ehemaliger Ossi fiel ihm der Start im Westen nicht leicht. Die sportliche Disziplin wurde zur Stütze im Alltag und zur Lebensphilosophie. Das ist für mich faszinierend, dieser Sport, weil man den Körper einfach dahin bringen kann, wo man ihn haben möchte. Noch 5 Tage bis zum Tag X, dem Wettkampf. Durch die Diät und das harte Training ist der Körper anfällig für Erkältung und Verletzungen. Konzentration ist wichtig. Nur ungern sieht er sich selbst im Spiegel an. Der Körper ist schließlich noch nicht perfekt genug, findet Werner. Andere Athleten und Freizeitbodybuilder meinen solche Muskelberge nur mit chemischen Helferlein hinzukriegen. Statt mit hartem Training dopen sie ihren Körper in Topform. Ich
Haben Sie schon mal das ausprobiert? Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, nein. Aber das ist schon sehr, sehr lange her. Da haben wir mal, und dann weiß ich allerdings auch nicht, ob das echt war oder nicht. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Ich weiß nur, dass es nichts gebracht hat. Das war über 4 Wochen oder 6 Wochen, was das war. Seitdem habe ich gesagt, also was soll die ganze. Biancas größter Wunsch ist es, vor Publikum auf der Wettkampfbühne zu stehen. Zeigen, was sie drauf hat, wovon andere noch lange träumen. Bernhard Schuber ist ihr Trainer und Ernährungsberater. Gut. Drücke mal die Luft ein bisschen aus dem Bauch raus, was runter und wieder groß. Als Studiobesitzer kennt er sich aus in den Trainingsmethoden der Wettkampfsportler. In jedem Leistungssport wird gedopt, es ist im Bodybuilding noch anders, aber es soll alles mit Verstand gemacht werden. Im Wettkampfbereich ist es so, dass es Athleten gibt, die dopen, aber unter Anleitung, also in Anführungszeichen ist unter Anleitung, also unter ärztlicher Aufsicht und so weiter, wo das Ganze dann mit Kopf gemacht wird und da dann die Risiken sehr gering sind. Ja, und wiederum, die das halt im Freizeitbereich machen, da ist es oft nicht so, weil die Leute sich überhaupt nicht auskennen, was sie da machen, sondern die sehen nur irgendwo jemanden mit einem tollen Körper und wollen dann eben diesen Körper auch haben, aber wollen nichts dafür tun und das ist das Problem. Und ohne Schweiß kein Preis, also das ist einfach so. Testosteron, das Männlichkeitshormon, Wundermittel und Gift zugleich. Wer künstlich dazu spritzt, um extremes Muskelwachstum zu erreichen, der riskiert seine Männlichkeit. Bodybuilder sind auf dem Seziertisch leicht zu erkennen. Über 100 Kilo meistens und die im starken Kontrast dazu eben nur so große Hoden hat, die, also höchstens ein Drittel von dem sind, was man normalerweise sieht. Wenn jetzt seziert wird, dann fällt auf, dass das Lebergewicht sehr hoch ist, aber auch vor allen Dingen das Herzgewicht sehr hoch ist. Wenn das Herzgewicht normalerweise bei Personen dieser Größe bei 300 bis 400 Gramm läge, dann liegt das hier bei zwischen 500 und 800 Gramm. Die Nebenwirkungen schrecken die wenigsten ab. Wir treffen 2 Bodybuilder in Berlin, die unerkannt bleiben wollen. Sie dopen regelmäßig. Vorsichtigen Schätzungen zufolge nimmt jeder 5. männliche Fitnessstudio-Besucher Anabolika. Bei den Frauen ist es jede 12. Die Dunkelziffer ist so groß wie das Verlangen der Schmächtigen, ihr Selbstwertgefühl mit dicken Muskeln aufzupolstern. Muckis machen Eindruck, sind Statussymbole. Sich Respekt verschaffen, egal um welchen Preis. Es sieht einfach geil aus, wenn man geil aussieht. Ich meine, das kriegt man auch von den Freundinnen mit, ja? Wenn die einen anfassen und sagen, ey, das sieht, deine Arme sind groß, deine Unterarme sind stark, das gefällt mir. Ich meine, wenn ich das höre, dann ist das für mich eine Art Bestätigung. Und dann natürlich sage ich mir immer mehreren, die Scheiße. Ja, und mal gucken, was passiert zum Schluss. Ich meine, wir wissen alle nicht, was passiert. Aber es interessiert auch erstmal keinen. Man will erstmal eben nur.